Ich war die Nummer 135.523. In der laut geschrienen Sprache habe ich sie mir bis heute gemerkt. Wenn es einem nicht gesagt wird, weiß man nichts eigentlich. Also ich glaube, es waren ganz viele überrascht, weil natürlich bis zu dem Thema NS-Zeit niemand wusste, dass es in Leonberg ein KZ gibt. Also sie konnten es fast nicht glauben, dass das jetzt da, wo sie gerade stehen, dass da mal dieses Lager war. Mai 2013. Leonberg. Der Lärm erinnert daran, was vor etwa 70 Jahren hier passiert ist. Schüler und Azubis schlagen Buchstabe für Buchstabe in schwere Eisentafeln. Aus den Buchstaben entstehen Namen. Namen, die lange unbekannt waren. Es ist kein normaler Schulausflug. In dieser Maiwoche 2013 treffen 17 Schul- und Ausbildungsklassen aus der Region in der KZ-Gedenkstätte Leonberg ein. Rund um diesen Autobahntunnel, es war der erste Deutschlands, hatte das nationalsozialistische Regime ein KZ errichtet. In den letzten 14 Kriegsmonaten mussten in den zwei Tunnelröhren die KZ-Häftlinge unter unwürdigen Bedingungen schuften. Und sie haben auch gesagt, das war das Schlimmste überhaupt, was sie sich... Also es war noch schlimmer als Schlafentzug oder als Hunger und Durst, dieser ständige Lärm, 12 Stunden. Die Schüler und Azubis betreten im wahrsten Sinne des Wortes Neuland. Denn kaum einer von ihnen wusste, dass hier vor ihrer Haustür ein KZ stand. Also bevor ich darauf hingewiesen wurde von auch dem Lehrer, das war schon ein bisschen länger her, wusste ich da nichts drüber. Also über das KZ an sich schon, aber nicht, dass hier ein KZ ist. Also ich glaube, es waren ganz viele überrascht, weil natürlich bis zu dem Thema NS-Zeit niemand wusste, dass es in Leonberg ein KZ gibt. Also woher sollen die Schüler das auch wissen? Natürlich leben die in Leonberg, aber... Wie gesagt, die meisten haben Wurzeln aus anderen Ländern, das heißt, die haben gar keine Ahnung gehabt. Aber woher kamen die KZ-Häftlinge? Viele hatten bereits eine Lager-Odyssee hinter sich. Auschwitz, Großrosen, Sachsenhausen, Flossenbürg. Auf dem Güterbahnhof kamen die Züge an. Die Güterzüge mit den Häftlingen, das konnte ein Transport 500, 800 Leute sein. Und die wurden hier dann ausgeladen. Wahrscheinlich waren schon ein paar tot. Und die mussten dann antreten in 5er oder 6er Reihen in der Bahnhofstraße vor dem Bahnhof, diesem entlang gehen und dann an der Altstadt vorbei, überall natürlich bewohnte Häuser. Die Leonberger haben das durchaus mitbekommen und dann praktisch die Seestraße hoch bis zu ihrem Lager. Als der Krieg schon fast verloren war, ließ die NS-Führung hier wichtige Teile ihrer angeblichen Wunderwaffe bauen, für den Düsenjäger ME-262. Die KZ-Häftlinge mussten im Fabriktunnel der Messerschmitt AG ab März 1944 die Tragflächen für das Flugzeug bauen. Der unterirdische Tunnel war dafür ideal, denn hier war man vor den alliierten Luftangriffen sicher. Über 70 Jahre später ist die ehemalige Tunnelfabrik eine Gedenkstätte. Viele der Schüler sind zum ersten Mal hier. Ziel des Jugendcamps ist es, die Schüler für die Geschichte zu interessieren und sie aktiv mit einzubinden. Der Verein hat ja drei Ziele, nämlich Gedenken und Erinnern zu ermöglichen. Und gegen rechtsradikale und rassistische Tendenzen anzugehen. Und natürlich sind Jugendliche, die in der Bildung stehen,
Also in dem Alter, wo man sich Meinung bildet, sind natürlich unsere Zielgruppe. Für die Schüler steht an diesem Tag aber nicht nur die Museumsführung auf dem Programm. Die Jugendlichen sollen heute auf ehemalige Häftlinge treffen. Das will gut vorbereitet sein. Also wir haben am Anfang Karten verteilt, damit die Schülerinnen und Schüler Fragen festhalten können, die sie eventuell im Laufe des Gesprächs vergessen könnten aufgrund von Emotionen. Das ist ja meistens sehr überwältigend, Zeitzeugengespräche. Und das ist einfach ein Angebot, damit sie auch nochmal, also allgemein auch Wünsche formulieren können an dem Tag. Ob er während der Arbeitszeit auch mal in die Toilette gegangen ist, einfach mal kurz eine kurze Pause einzulegen. Ob er irgendwie lieber gestorben wäre, als zu überleben. Dann ist es soweit. Überlebende KZ-Häftlinge treffen in Leonberg ein. Afraham Ari ist Jude und wurde 1928 in Polen geboren. Als Jugendlicher kommt er mit seinem Vater nach Auschwitz. Da Afraham jung und kräftig ist, überlebt er. Dann schickt man ihn ins KZ Leonberg. Damals ist er gerade mal 15 Jahre alt. Welcher sind Sie von denen? Ich war 7 Jahre alt. Und daneben? Daneben, das ist mein Bruder. Ja? Und das ist die Schwester. Das ist die Mutter. Und das ist der Vater. Er ist der einzige Überlebende seiner Familie. Die anderen Mitglieder wurden ermordet. Die Frauen und die Kinder haben gefahren nach Treblinka. Sie haben gehört, Treblinka ist nur zu verbrennen. Und dann hat man verbrannt. Eine Mutter und zwei Brüder. Auch Riccardo Gruppi, ein italienischer Partisane, gehört zu den Überlebenden. Zusammen mit seinem Vater verbrachte der damals 17 Jahre alte Junge einen harten Winter in diesem Tunnel. E quel berretto che ci hanno dato ad Acao. Hier war ein Weg, auf dem die SS-Leute immer hin und her liefen. Wir mussten immer geduckt arbeiten und sehr aufpassen. Denn wenn ein SS-Mann vorbeilief, mussten wir immer unsere Mützen absetzen, dann wieder auf. Und wenn er zurückkam, mussten wir sie wieder abziehen. Und das 12 Stunden am Tag. Die Nazis haben akkurat geführte Strafakten angelegt. Buchhalterisch aufgelistete Unmenschlichkeit. Wie viel Schläge für welche Vergehen? Auch die Hygiene war katastrophal. Aus dem Schreiben eines Gewerbearztes an den Leonberger Bürgermeister: Bis zu den Knöcheln wartet man im Kot. In breiter Fläche ergießt sich das Urin-Kot-Gemisch über den Hang. Im Frühjahr 1945 breiten sich Typhus und Ruhr immer stärker aus. Die Häftlinge leben inmitten Sterbender, in ständiger Angst vor dem eigenen Tod. Tag für Tag gibt es mehr Tote. Ende März sterben täglich bis zu 50 Männer. Für Ricardos Vater sind die Strapazen zu viel. Er kommt in die Krankenstation. Am nächsten Tag will ihn sein Sohn Ricardo auf dem Krankenrevier besuchen. Es war sehr schwierig reinzukommen. Ich hatte ja keine Dokumente. Und als ich dann reinkam, hier lag mein Vater drin. Ja, als ich hier reinkam, war mein Vater bereits tot. In solchen Momenten bekommt das Grauen der NS-Zeit für die Jugendlichen ein Gesicht. Zum Abschluss schlagen die Jugendlichen Buchstabe für Buchstabe in Eisentafeln. Am 9. Mai müssen sie fertig sein. Dann findet die öffentliche Einweihung des Hauses statt. Das Konzept stammt vom Künstler Johannes Kares. Er entwarf bereits 2005 die erste Gedenkwand mit den damals bekannten 3000 Namen. Es geht ja um Namen
Und ich habe in meinem Werk grundsätzlich und über viele, viele Jahre das Bild des Hauses entwickelt und immer wieder weitergeführt in unterschiedlichen Variationen, in unterschiedlichen Materialien. Schlag auf Schlag entstehen die Namen auf den Eisentafeln. Wie heißt der? Simon. Ich glaube, das ist das Mindeste, was man denen sozusagen noch geben kann. So. Ich meine, wir können ja nichts dafür, aber wir können ja wenigstens auch an die erinnern, die das halt so mitbekommen haben. Was wir heute machen, ist einfach das einfach wieder zu erleben. Also, dass wir einfach so auch mit dabei sind jetzt. Anton Nowitzki, Stefan Novikov, Leo Sonder, Elisea Artmann. Zu wem gehören diese Namen? Am 16. März 1945 kam ein letzter Transport aus Flossenbürg ins KZ nach Leonberg. 1000 Häftlinge. Heute bekommen sie ihre Namen zurück. Auf der da drüben stehenden Namenswand sind 3000 Namen, die wir 2005 kannten. Vor 2 Jahren haben wir weitere 1000 Namen erfahren. Wir haben uns dann gesagt, ja, wenn wir den Menschen dort ihre Namen gegeben haben, dann sollen auch diese 1000 ihren Namen haben. Einfach draufhauen. Der heute 88 Jahre alte Justin Sonder war selbst nicht im Lager Leonberg. Heute schlägt er den Namen seines Vaters in die Eisentafel. Der hatte zusammen mit ihm andere Konzentrationslager überlebt. Mit seinem Sohn Justin sprach er jedoch nie über die Zeit in Leonberg. Ich habe nur gewusst, mein Vater war in 6 Konzentrationslager, aber das hat er nicht erwähnt. Okay. Super. Zu kurz wahrscheinlich. Theresienstadt war ein Jahr, Auschwitz, Monowitz, Sachsenhausen, Lossenburg, Dachau. Das habe ich erfahren. IJKLMN. Endlich ist es soweit. Alle Häftlinge haben ihre Namen zurück. Gemeinsam mit dem Künstler hängen die Jugendlichen die Tafeln auf. Jetzt halte mir das und du hältst dort, dass das darf nicht runtergehen, ja? Einfach so, ja? Und jetzt will ich schauen, ja? Am Europatag, dem 9. Mai 2013, wird das Haus der 1000 Namen feierlich eröffnet. Basierend auf den Erinnerungen eines ehemaligen Häftlings, Albert Montal, zeigt die Theatergruppe des Robert-Bosch-Gymnasiums Szenen, die an das damalige Grauen erinnern sollen. Achtung! Mützen ab! Empfinden Sie Hass gegenüber denen, die Ihnen das angetan haben? Wie sind Sie mit dem Tod umgegangen? Haben Sie mit dem Gedanken gespielt, sich umzubringen? Wir wollen das einfach den Leuten in Erinnerung rufen und zeigen, das ist gar nicht so lange her und das ist hier passiert und das waren wir Deutschen letztendlich. Es ist am besten, dass man immer dazu erinnert wird, auch wenn es vom Hals raushängt, dass man immer dazu erinnert wird, denn lieber hält es vom Hals raus, als dass es nochmal passiert. Wie wichtig solche Orte des Erinnerns und die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Geschichte sind, zeigt leider der Blick auf die deutsche Gegenwart. Diese Aktion wird in einer Zeit durchgeführt, in der wir alle ganz aktuell immer noch erschüttert sind durch das, was in unserem Land durch die NSU passiert ist. Passiert ist trotz der Erfahrungen, die wir geschichtlich in unserem Land machen mussten. Die Einweihung des neuen Denkmals gibt den vielen Opfern die Ehre zurück. All denen, die nur eine Nummer und ihrer Identität beraubt waren. Nach 2 Wochen geht mit dieser Gedenkfeier das Jugendcamp 2013 zu Ende. Besucher und zahlreiche Jugendliche haben verstanden, dass die Nazi-Gräuel nicht irgendwo auf den verstaubten Seiten der Geschichtsbücher stattgefunden haben, sondern direkt vor der eigenen Haustür. Solange es eben solche Gedenkstätten gibt, gibt es immer irgendwas, wo man draufschauen kann und sich fragen kann, warum ist es eigentlich da?
Und dann muss die Geschichte wieder erzählt werden. Und die Geschichte sollte auch immer wieder und jeder Generation erzählt werden. Ich fand, das ist eine ziemlich schlimme Zeit gewesen damals. Und das sollten wir nicht vergessen.